Und ich habe noch einen Spezialauftrag für Sie beide. Ich habe das richtig im Auge für Sie und für Sie. Das ist richtig, richtig schön. Ich hoffe, Sie träumen das gerade so richtig. Ja, ich kriege schon wieder Angst. Ja, kriege ich direkt Panik, wenn Sie das so richtig, richtig so gerade erwähnen, wissen Sie? Ja, ich sag Sie, wie es ist. Wir kriegen wahrscheinlich den Auftrag im Baumarkt. Nein. Ja, ist das nicht toll? Das ist ja der Wahnsinn, Frau Schon. Ja, sag ich doch. Ihr Mann wird sich bestimmt freuen, oder, Sir? Ja, ich freue mich dabei gar nicht so. Ja? Wieso soll ich mich denn freuen, wenn ich arbeiten muss? Ja, der ist handwerklich nicht so begabt, wissen Sie, Frau Schulz. Ach so. Ich weiß doch noch nicht mal, wie eine Rohrzange aussieht. Ja, der weiß nicht mal, wie du... Ich sag's dir, Frau Schulz, wie es ist, wirklich. Er weiß nicht mal, wie du... Sie sagt Ihnen, wie es ist, Frau Schulz, ne? Richtig. Ja, ja. Das ist aber... Dann lassen Sie uns mal jetzt zum Krankenhaus fahren. Da fahren wir jetzt mal hin, da fluchst du jetzt mal zack rüber, ne? Mhm. Ja. Okay, dann machen wir das. Ja. Da kannst du dein Ave Maria, da kannst fahren du... Fahren wir mit Frau Jons. Gerne mit unserem Wagen fahren. Ja. Ich atme, alles wird gut. Ja, ich sag dir, wie das ist, ne? Ja. Sag ich dir später auch nochmal. Ich zeig dir später mal, wie das ist. Ja. Raus hier. Also. Jetzt hab ich... Ach, heide... Was ist? So. Ach so. Ui. Hat aber einer hübsch geparkt. Ja, seltsam. Ja. So, dann in das weiße Wägelchen. Ja. Ach, guck mal an. Lokutu. Meisterknecht. Du Vogel, danke schön für das Subgeschenk an Marmorheld. Ja, und der Flitz. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Meisterknecht. Wie viel flitzt der denn? Der flitzt schon über 90. Was ist das für ein Auto? Das ist noch ein alter Importwagen, den gibt es so gar nicht mehr. Was für eine Marke? Glendale. Den gab es mal am Anfang hier zu bestellen und soweit ich weiß im Moment nicht so. So. Und der ist noch, flitzt noch richtig durch. Fenris, wie geht's dir? Ja. Florotax. Ja, ich sag, und wir haben hier ganz schön viele Löcher. Ich sag's ihm, wie es ist. Ja, alleine gestern Abend in der Kneipe da. Oh, da haben sie richtig, richtig Löcher da an der Kneipe? Möchte ich nicht reingehen, Florotax. Ich bin ein Mann Gottes. Ja, sie auch? Ja. Früher war ich ein Priester. Sie waren Priester? Ja, ich habe das Wort verbreitet. Oh, was denn für eins? Das Wort von Cthulhu. Cthulhu? Cthulhu, nicht Cthulhu. Ach, Cthulhu. Ja. Ja, das ist ja okay. Und darf ich Sie jetzt fragen, was... Sagen Sie, was erzählt der so, der Cthulhu? Frau, ich sage Ihnen, wie es ist, ne? Darf ich nicht drüber reden, ist geheim. Ich kann die Schriften verbreiten. Ach so. Oh, Sie können die alten Schriften lesen? Ja, die Schriften der Aztalecken, ja. So. Der ACT. Ja, ist egal. Der was? Nein, Aztalecken. Ach, die Aztalecken. Ja, die kenne ich nicht. Das sind die Vorfahren der alten Imkers. Okay, ich glaube, wir sollten mal schneller rüber. Schneller, oder? Also komm mal. Ja. Ist geschafft, Gott sei Dank. War gerade so, Frau Jones. Ja. Sesam, öffne dich. Da geht's schon los. Welche Samen denn, Frau Jones? Ich melde uns jetzt an. Ja. Juhu! Juhu! Guten Tag! Ach, schau mal her. James, ich sag dir, wie es ist, ne? Bitte darüber, ich hab gerade keine Zeit, ich muss Akte schreiben. Ah, okay, komm mal, mach rüber. Geh mal rüber. Mal wieder, James. Juhu! Juhu! Wie können wir weiterhelfen? Ja, Firma Dreck und Weg, Sir. Und zwar wollte ich meine zwei Mitarbeiter hier, die ich mit habe, die Räumlichkeiten zeigen zum Putzen.
Okay, sind die schon bei uns in der Liste eingetragen? Nein, die zwei noch nicht, deswegen bin ich mit ihnen zur Anmeldung gekommen. Alles klar. Sie müssen jetzt einmal den Ausweis zeigen. Ja. Möchten Sie gerne den Ausweis haben? Ja, bitteschön. Genau. Dankeschön, schreibe ich mir einmal auf. Mokka. Einmal von dem Herrn zurück. Dann bräuchte ich einmal noch von der Dame. Bitteschön. Dankeschön, schreibe ich mir auch auf. Alpa. Na, Alpa. Das weiß ich auch nicht. Das wäre auch einmal an Sie zurück. Dankeschön. Wunderbar. Dann trage ich das ein und Sie können dann gerne den Herrn dann zeigen, jetzt die Herrschaften. Mhm. Sehr gut. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Bitte so. Schön. Also hier, ja, hier müsste einmal das ganze Foyer geputzt werden. Ja. Die Blumen müssen nicht gegossen werden. Das sind, soweit ich weiß, Kunstblumen. Dann haben wir die Umkleidekabine hinter dieser Theke. Da kann man reingehen. Durch die hier. Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen das einmal. Kommen Sie mal mit. Wir gehen einmal in die Umkleide. Ja. Rein. Ach, okay. Ja, hier müsste man einmal oberflächlich die Spinde abschubbeln. Mal so. Ja. Wo ich mir den Kittel dem anziehen könnte. Klappen. So. Doch einer oder so was hier. Guck da. Also die Kittel, die bekommen wir nicht. Wir haben ja die eigene Putzkleidung. Dann gibt es hier noch das Klo. Und das Bad, das müsste einmal gereinigt werden. Ja. Und dann. Oh, guck mal, was die für eine Badewanne hat. Guck mal, wie schön die Badewanne. Hier können wir baden, ne? Nach getaner Arbeit. Ja, guck mal. Ja, die haben sogar Ohrenstäbchen. Passen wir sogar beide nebeneinander rein. Ja. Und dann müssen Sie. Hier passen wir alle zwei rein. Sie müssen sie. Nein, nicht duschen jetzt. Nicht baden. Das ist eine Riesenwanne, Frau Schulz. Ja, die ist groß. Sie ist wirklich sehr groß. Ja. Aber ja. So, dann kommen Sie mal mit. Hier liegt eine Hantel am Boden. Ja, pink. Und dann gehen wir einmal hier rüber. Ja. So, das kleine Lädchen hier. Da putzen wir auch einmal ganz kurz die Theke vorne ab, wo die Kasse dran steht. Ja. Oh ja. Dann gehen wir einmal hier durch. Guck mal, hier schön Blumen. Das ist schön, ne? Nehmen wir da welche mit. Ja. Hier rechts, wie Sie sehen, ist der Putzwagen. Da sind immer frische Lappen hier unten drin. Also hier kann man sich dann alles nehmen. Genau, da kann man auch sich das einiges Klopapier, nehmen. Klopapier, ne? Ja, richtig, richtig. Aber zum Verteilen. Ja, sicher. Dafür was denn sonst? Ja. Ja. Juhu, Schwesterchen, ich rufe dich gleich zurück. Ich bin jetzt gerade im MD. Desas, danke schön für 33. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, ach, dann. Ihre Schwester, ja, ist mal grüßt. Ich Black Olli, ne? Ja, die Dina ist meine Schwester. Oh ja, die Dina, ja. Putzt die auch hier? Die Dina? Nein, die arbeitet beim Friseur. Okay. Wirklich? Bei welchem denn? Ladies and Gentlemen and ladies. Was? Guck mal, der muss die Hose machen. Hat er eine Pampers an? Ich weiß nicht genau, der hat bestimmt Inkontinenz, der arme Junge. Was ist das? Ja, der kriegt dann Pampasse. Alles gut. Ja, der macht sich in die Hose. Ja, ich glaube, so ist das. Ach so. Das ist nicht schlimm, das mache ich auch. Hey, was? Hier durch? Ja. Dining Room, ab in die gute Stube. So. Ach du Scheiße. Die Cafeteria. Cafeteria, die Mensa hier putzen, genau. Ja. Oh, die haben aber viel Bonbons hier. Ja. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, wenn sie Geld reinschmeißen, vielleicht kommt was raus. Also ich hatte immer Pech. Da sind aber auch diese komischen Bohnen drin, wo man immer nicht weiß, Harry Schnotterbohnen. Ach ja. Ob die sauer oder süß sind? Ja. Oder ob die nach Popel oder nach Furz schmecken. Bohnen. Ja, haben Sie die schon mal gegessen? Ich habe sie nicht. Nee, ich hatte kein Glück. Ich habe das aus dem Automaten nicht rausgekriegt. Wollen Sie die mal essen?
Ich überlege es mir. Sagen Sie okay. nichts falsch, Frau Jones. Ja. Oh, guck mal, wie viel Eis wir haben. Oh, guck mal da. Hier reinigen wir zum Beispiel auch einmal das Glas. Hier durch die Theke wahrscheinlich reinigen wir durch, oder? Nein, wir gehen nicht hinter die Theke. Wir Sag machen nur vor der Theke. Aber Sie können ja hier auch gerne was kaufen, nicht? Das ist ja nicht das Problem. Ich mal mit dem Löffelchen. Guck mal, das Wasser ist hier billiger als in der Tankstelle. Was, wirklich? Mhm. War gut zu wissen. Unter 2 Dollar. Okay. Okay, das ist hier günstiger? Ja, klar. Da wissen wir ja, wo wir mal einkaufen. Sie haben einen klugen Mann. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Ja, manchmal. Der ist ja richtig fix. Ja. Guck mal, Nachos, was die alles haben. Was ist denn Kolkanon? Was ist denn das? Wer? Kolkanon. Was ist das? Ach, die Mettbrötchen hier auch. Tja, Mettbrötchen. Also ich glaube, hier fühle ich mich wohl, Frau Schulz. Ich habe Ihnen jetzt mal 2 besorgt. Die gebe ich Ihnen. Ja, die gebe ich Ihnen gleich. Och, Frau Schulz. Und Chili con Carne, die würde ich. Nee, die. Das würde ich meinem Mann dir? Ganz und ganz nicht empfehlen. Aber ich weiß, wie ich alles das gut? hole. So. So. Dann zeige ich Ihnen das eben noch hier vorne. Dann gehen wir hier durch. So, dann haben wir hier rechts noch 2 Toiletten. Die müssten geputzt werden. Einmal. Guck, wie sauber das hier alles ist. Schön. Helmut. Ich hab ein Blatt. Wie sauber das ist, ne? Kommst du jetzt her? Ein 8-Jähriger hat dich angerufen und wollte mit dir spielen? Was? Ach, Helmut, ja, keine Ahnung. Soll ich den Gamble mal die Ohren lang ziehen? Ja, okay, ich bin im MD. Ich zeig gerade Herrn und Frau Schmucher hier die... Ja, beruhig dich, Helmut, beruhig dich. Der fährt doch immer wie ein Irrer, wenn sein Puls immer so hoch ist. Das stimmt. Wer? Ja. Der Helmut? Ja. Ja, der kommt jetzt. Der kommt jetzt. Ach, kommt der auch putzen hier? Der putzt, glaube ich, heute hier nicht. Der ist ja immer, der drückt sich ja meistens so, ne? Ja. Fastvoll. Aber der kommt jetzt, weil ich soll jemanden im PD die Ohren lang ziehen. Wieso? Was hat der gemacht? Ja, ein 8-Jähriger hätte wohl angerufen und die Nummer hat ein Polizist wohl rausgegeben. Ich habe keine Ahnung. Die Polizei gibt Nummern weiter, das geht ja nicht. Ich weiß auch nicht. Nee, richtig. Das darf nicht, ne? Da müssen Sie aber ordentlich ziehen, Frau Jones. Ja, da ziehe ich, aber richtig. Und hau noch auf den Tisch, ich sag's Ihnen, wie es ist. So, dann zeige ich Ihnen nochmal ganz, ganz fix hier nochmal rechts. Hier, gehen wir durch. Das ist der Besucherraum. Okay. Zu guter Letzt sind wir dann hier. Was ist das? Das putzen wir auch. Das ist der Behandlungsraum hier. Ja. Ach du Scheiße. Da hinten putzen. Guten Abend. So, dann geht's hier durch. Hier haben wir auch nochmal. Das ist aber groß, ne? Ja, Toiletten, die wir putzen. Ja. Und da hier auch? Ja, da auch. Ja, das muss man sich alles merken, für ne? Für Rollstuhl. Was ist das? Da die Rollstuhlbehindertoilette. Ah, und das? Wie Behindertoilette, für Rollstuhl, genau. Und das hier machen wir nur alles hier von Kabel. Das hier ist der Aufwachraum und da hinten sind die OP-Räume. Da wird nur alle 14 Tage aufgewacht. Hier wird nur alle 14 Tage gereinigt, weil das, weiß nicht, ob die das mit dem OP-Plan so abgestimmt haben. Ja. Okay. Würden wir das denn heute schon mitmachen? Ja, soweit ich weiß, ja. Okay. So, hier fliegen aber die Türen zu. Ja, jetzt fliegt es aber nur die Türen zu. Ja, also Sie können sich das auch frei einteilen, wie Sie das gerne möchten. Sie sind an keine Uhrzeit gebunden. Es müsste nur jemand hier im Haus sein. Sie müssten einmal sagen, dass Sie hier sind und dann können Sie anfangen zu putzen. Ah, okay. Und am besten Namen sagen, wer hier ist, ne? Richtig, genau.
Ja. Und dann schicken wir das wieder Frau Jones. Wir haben ja das Problem, dass immer unser, ja, unser Venture-Account immer noch nicht freigeschaltet ist. Ach so, das macht doch nichts. Dann schicken sie es mir per SMS oder rufen sie mich, ja, einfach an und sagen, weil, okay, da kann, weil die kommen da nicht, man will, die, ne, kommen da nicht zu Potte. Das ist wirklich da, schlimm. Schon wieder nichts. Gar nichts. Schon ja, seit dann, 2 Wochen. Dann muss ich da auch mal auf den Tisch schauen. Dann bin ich ja heute die auf den Tischhauffrau. Ja, wo hauen sie da auf den Tisch? Ja, bei Venture. Biowolf, grüß dich. Geht man da vorbei oder was? Ja, da gibt's ein Gebäude. Das ist in der Nähe vom Little Italy. Jetzt stehen wir alle drei vor der Tür und keiner kriegt sie zu. Soll ich mal schubsen? Ja. Eins. Jetzt geht keiner. Zwei. Wer geht als erstes? Ich gehe. Na, sie lassen so ihre Frau vorgehen. Na, sie sind aber. Ja, die hat ja auch mehr Mut als ich. Ja, ich hab auch die Stärke und Arme. Ja. Komm mal. Ja, glaube ich, Bam. Ja, das ist aber, weil ich noch ein bisschen jünger bin. Ja, ich zeig Ihnen mal was. Kommen Sie mal mit. Ich zeig Ihnen mal was. Komm, zeig uns mal was. So. Schauen Sie mal. Ja, was ist denn das? Leichenhaus. Wir haben hier eine. Nein, Sir, das ist eine Kapelle, eine kleine. Was ist das? Eine Kapelle, Sir. Was ist das? Nochmal bitte. Ja, eine Kapelle, Sir. Pelle? Nein. Pelle? Kapelle. Pelle. Kapelle. Hm? Genau. Pelle. Okay. Ja, eine Kapelle ist das. Ja. Schöne alte. Was machen wir hier? Ja, hier machen wir gar nichts. Ich zeige Ihnen hier nur den Ort, wo Sie eventuell mal sich hinsetzen können und mal ein Päuschen machen könnten. Also hier kann ich mein Mettbrötchen essen, Frau Schulz. Ja, können Sie gerne machen. Wirklich? Entweder in. Soll ich Ihnen das jetzt mal? Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen das jetzt auch mal. Ja. Sie können das ein geben Sie Ihren Mann dabei. Ich gebe ihm mal beide in die Hand. Das ist Ruscha, ja, wie geht's hier? Flo Krina. Ich gebe ihm natürlich was. Space Monk. Ja. Ja, war warm heute, ne? War angenehm, schön. Ach, putzen, stimmt's, Hass? Nee, jetzt. Auch mit, hast du doch gar nicht Hunger. Doch, ich hab immer Hunger. Komm, mein Häschen. Akzept, ne? Sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ah, hier ist wieder das. Ach, hier sind wir. Kantine hier. Verlauf ich mich ja. Roten Knobi. An der roten Klingel. Knobi, schön, dass du da bist. Da kommt man wieder raus. Willkommen. Ach, an der roten Klingel. Das ist ein guter Tipp. Ja, da kann man. Wieder. Ja. So, hey. Guck mal, das ist der Ach, Helmut. Da kommt er ja schon. Helmut. Bist du vorsichtig gefahren? Ja, natürlich. Hallo, ich Helmut. Hallo. Ich habe den Jempel angerufen, der kennt keinen. Kind. Naja, ist auch egal. Hi. Hallo, Opa. Also brauche ich den nicht. Kind angerufen? Ja. Was hat das denn gesagt? Was wollt ihr denn? Spiel im Sandkasten. Ja? Ist aber nicht deins, oder? Nee. Bist du sicher, Opa? Ich hätte die Telefonnummer von Jempel. Ja, aber warum? Ja, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Es wollte Verstecken spielen, es versteckt sich jetzt. Bei sich zu Hause, bis ich es finde. Kann ein bisschen dauern. Hast du gefunden? Ja. Weiß, als ob ich suche. Ja, aber das ist doch Kind. Lass dich doch verstecken. Ja. Mysteriös. Ist ja jetzt versteckt. Ja, ist gut, wenn es versteckt ist, ne? Opa, da Krankenhaus wird sich geputzt. Du sollst schon mal die Lappen alles holen, ne? Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich verstell mich mal hier so. Mach mal voran, Opa, ne? Ja. Hol mal Besen alles raus, mach mal sauber hier. Ja, kein Problem. Ja. Bin schon auf dem Weg. Okay. Siehst du mich schon laufen? Ja. Hm. Wo kein Schnee liegt, da kannst du tatsächlich laufen, Opa. Ja. Ja. Gibt ja so einen Trick mit einer Faust und einer Schläfe. Der ist aggressiv wieder. Ich glaube, dem fehlt der Alkohol. Nee, das ist, weil der bestimmt, weil er den Jungen nicht finden kann. Frau Jones, halten Sie mich zurück. Der tickt ja richtig aus. Oh, Helmut? Ja. Ich hab was zu essen. Da trinkt er schon wieder in Dienst. Wieso denn im Dienst? Fährst du gleich noch Auto, oder? Nee, pass auf, ich hab was für dich. Was hast du für mich?
guck mal, bitteschön. Chili Con... Oha, das wird lustig, danke. Ja, bitte. Das ist ja nicht, das sind zwei Portionen. Ja. Willst du damit sagen, ich bin fett und mir recht nicht eine? Hm? Nein, das wollte ich gar nicht damit sagen. Geht's noch? Moment mal kurz, was stört sie mich beim Essen? Alter. Ja, da, da, da. Komm doch. Komm doch, Junge. Komm doch her. Ne? Hau dich kaputt. Ja. Frau Jones. Frau Jones. Ja. Ich bleib mal locker. Mensch, Himmel. Ja, ich seh, du bist ganz verspannt hinten. Da seh ich an der Halsschlagader. Helf mir doch mal. Wo ist der verspannt hinten? Ja, am Nacken. Wo? Da muss man hinten drauf klatschen, dann geht das wieder. Ach so. Mhm. Jetzt, ja. Helmut? Ja, geht. Kannst du mal klatschen? Ja, ich möchte. Warte, das lasse ich, Hase machen. Ja. Gib dir mal eine mit. Komm, die Schelle drehen. Du darfst das draußen machen. Ja, dreh dich doch nicht um. Warum drehst du dich um, wenn ich schauen will? Junge, du hast meinen Blinker auf dem Gewissen. Du Arschloch. Ja, ich. Ja, da, Helmut, wenn das hier so weitergeht, aber, dann. Musst du aber die Kirche im Dorf lassen. Ja, ich weiß, geh mal zur Beichte. Dass du da selber so ein bisschen. Du kannst bei dem ökologischen, ja, Haus kannst du beichten gehen, ne, Frau Jones? Ökumenisch. Ja, bei den Menischen kannst du mal da gehen und erzählen. Habe ich auch gemacht eben. Guck mal, der ist ganz gechillt, Helmut. Ja. Nimm doch mal den Finger runter. Bitte? Ich bin gechillt, ja. Ja. Total gechillt bin ich. Sehr gut. Guck mal. Das Chili wirkt schon. Ja. Wir haben. Wo ist mein Zwiebel mit Brötchen? Das hab ich. Ich nehme den zweiten Teller auch noch. Und du hast recht, ich bin dick. Möchtest du das haben? Nee. Bah, guck mal, das läuft an dem Mund runter. Dann esse ich das. Was? Oh. Das ist mein Zwiebel mit Brötchen. Es ist auf. Es ist auf. Das machst, ja, das machst du gerade nicht, oder? Nein. Nicht. Mach jetzt hab ich kein Zwiebel mit Brötchen doch, mehr. Ich hab doch noch eins. Jetzt sei doch nicht so. Als würde ich da jetzt wieder. Ich sag euch, wie es ist, ne? Das geht nicht. Ja. Was geht nicht? Ja, dass ihr mir eine Sache. Ich hab nichts mehr zu essen. Frau Jones. Ich hab doch hier dein Brötchen. Was, ja, aber gib mir doch hier. Will, du hast einen Vogel, hast du komplett. Gefragt, hier. Ob du das haben, ja. Hol dir deine Scheiße selbst und dein Essen kannst du auch noch mitholen. Dankeschön. Hör auf zu heulen. Ja. Ist ja schlimm. Der Hut ja ganz weich. Der knickt hinterher runter. Ich sag's ihm, wie es ist. Hört ihr die Brille gleich runter, oder? Nein, der fällt mir nicht. Ich halte meine auch am besten einfach fest, ne? Besser ist es. Ja, haltet mal schön eure Brillen fest, die rutschen von den Nasen. Weiße. Ja, ja. Du bist doof, ehrlich. Du bist doof. Ja, ja. Du bist doof, ehrlich. Soll ich auch wieder loslassen? Ja, ich hau dir gleich den Backen hin. Ach, ja, ja. Ja. Schon viel besser, Frau Jones. Und wann müssen wir hier anfangen mit sauber machen, Frau Jones? Ja, heute, wenn Sie möchten. Ich sage halt Ihnen, wie es ist, ne? Habe ich richtig Bock drauf. Haben Sie nicht so Bock drauf? Habe ich heute richtig Bock drauf, natürlich. Aber Sie haben richtig gesagt, Bock, du wolltest eine Frau nur in Putzklamotten sehen wegen hier. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Das habe ich gar nicht gesagt. Hier kommen da gleich wieder diese Affen. Lügen tust du, ne? Lügen darf man nicht sagen. Vielleicht wächst ihm ja ein Schwänzchen hinten. Was? Ja, wo vorne nichts mehr wächst, wächst vielleicht verdient. Ach, Herr am Opa. Stülpt sich doch. Ja, Telefon. Ja, tödlich. Hallo, Ariane. Bestimmt das kleine Kind. Ja. Ich glaube, er tut gerade nur so. Er hat gar keinen Apparat. Das ist ein Vogel. Ja, Hase, willst du dich putzen? Ja, doch, klar. Ich kann Ihnen ja helfen. Können wir ein bisschen schrubben? Nee, wir machen das schon. Mhm, okay. Gut, ja, dann würde ich Sie... zu stieke angezogen, Frau. Würde ich... Ja. Ach, hören Sie mal, ich putze auch in dem feinsten Zwirbel. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Ich melde mich jetzt nochmal ab und wenn Sie fertig sind, müssten Sie sich auch einmal an der Theke abmelden. An der Theke? Okay. Muss ich mich jetzt doch mal oder wir uns doch mal anmelden oder wissen die Nein. jetzt Bescheid, dass wir da sind? Genau, die wissen ja, jetzt wissen, Bescheid, dass wir da bekommen, sind. Ne? Ja. Okay. Ja, okay, wissen wir Bescheid. Okay, dann freue ich mich bis später. Ja, ja, tschö. Und dann hau ich nochmal bei, ja, und bei Mensch hau ich nochmal auf den Tisch, nicht? Ja, sagen Sie ja, mir bitte, mal, das geht nicht. Man erreicht da nie einen, wirklich nicht. Ob jetzt morgens oder abends, gar nichts. Ja, dann stelle ich mich mal dahin und warte mal. Egal, welcher Tag. Okay. Ja, danke schön. Ja, bitte. Kommen Sie am Opa auch noch Schuss. Ja, mach ich. Kommen Sie am Opa noch Schuss.
Opa! Moment mal kurz! Moment! Opa, Smoker, du, die du faule Sau! Tiger im Westen! Jetzt hör mal auf! Ich muss Was für Tiger im Westen? Ach, der hat wieder schön. Getrunken. Das ist mittlerweile, glaube ich, ein Dingsbumsch am Biermann. Alolol? Ja. Meinst du ja. Alkohol? Ja, richtig. Ein richtiger Biermann ja, also ist das. Das geht ja auch auf die Leber auf der Hand, weißt du? Ja. Ja, dann lass uns putzen. Ja, wo fangen wir an? Hier. Ja, hier. Hm. Hol mir erstmal die Läppchen. Was hol und ich? Die Feudels. Geh mal die Lappen holen. Da vorne am. Ja, hol mal, ich warte hier. Du kannst deine Pore schon mitbewegen. Ja, du bist du meine Frau. Was ist? Ja, wie was? Ja, du kannst mal hier. Nimm doch mal meinen Finger aus meinem Gesicht. Och, jetzt ist aber auch wieder. Geh mal Lappen holen. Bitte? ZZ. Was hast du gerade gesagt? Ja, ich geh für uns die Lappen holen. Warte hier. Scheiße. Hier ist, kann man gar nicht mehr machen hier. Das, immer bin ich hier am Laufen, alles am Machen und so. Und die macht gar nichts. Hier. So, einmal so. So. Da. Hier, so. Bitte schön, Dankeschön. Meine Maus, da eine Rolle Klopapier. Ja, was soll ich jetzt Klopapier? Ich will doch hier wischen. Ja, putzen. Oder was? Mit Klopapier. Ja, was weiß ich? Mit dem Lappen. Guten Tag. So, ja. Bitte schön, hier. Was ist das jetzt, Lappen? Ja, Lappen. Ja. Da sind Lappen. Und dann fange ich da vorne an und du... Warum telefonieren? Was war? Nee, kein Problem, schon gut. Wir wollten nur sagen, dass wir jetzt hier putzen, putzen, dass wir jetzt arbeiten, ja. Ja, sagst du, Sonny, ich hab mich hier geholfen, ne? Kriegst du ja Geld für nichts. Was? Nein. Dann kriegen wir die Hälfte von deinem Lohn. Ja. Okay. Nee, Opa, wenn das rauskommt, dann schmeißen die uns raus. Dann haben wir gar nichts. Sag, du hast hier gewischt, ja? Das ist Betrug. Deine Schissbuchs. Sag, du hast hier den Boden gewischt. Aber das geht dann nur zu zweit hier, die Stelle. Also ab. Das hat Opa aber keiner gesagt. Ich werfe jetzt dann die Tasche runter und sag, dass du das weißt. Was da? Oh, der macht da wirklich alles. Och nee, was macht. Was macht? Och nein, hey, warum? Hör auf mit der Scheiße, Opa. Der erste Tag hier. Toll, Herr Smoker, toll. Ich hab gar nicht gemacht. Das. Oh, Scheiße. Tritt halt mal in die Ecke. Geh du nach vorne, ich mach hier Wisch. Ja. Mach das schön, sag ich dir mal kurz Pipi machen. Was machst du? Ich muss pinkeln. Oh, du hast. Komm direkt wieder. Ja. Ja, wo bin ich jetzt hier? Da. Nee. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Oh. Okay. So. Erstmal Pause machen. So. Ach ja. So. Ach nee. Wie kann man sich denn hier. Was war das nochmal? Nee. So. Beten. So. Arsch lecken. Erstmal rauchen.